Entität 2. Das Fenster. Lebensraum architektonisch. Beschreibung. Die Fenster sind Kreaturen in Form eines Fensters. Das Fenster hat eine Figur im Inneren, die immer auf das Ziel zeigt. Wenn das Ziel die Kreatur nicht wahrnimmt, greift sie sofort an. Fenster werden im Allgemeinen auf Ebene 1 bis 2 angezeigt, obwohl hauptsächlich auf Ebene 1. Einige Fenster sind sicher, wenn sich keine schattenhafte Gestalt dahinter verbirgt. Einige können zu Level 1,5 führen. Verhaltensweise. Die Fenster beginnen damit, dass sie in die Richtung eines Wanderers zeigen und flüstern fordert die Wanderer auf, das Fenster zu betreten. Sobald sie nah genug sind, wird die Identität sie packen und hineinziehen. Selbst wenn das besagte Fenster geschlossen ist. Es wird gemunkelt, dass es auf einer anderen Seite nur eine leere Seite gibt. Auch wenn auf der anderen Seite Land zu sein scheint. Biologie. Diese Fenster können viele verschiedene Formen und Größen haben und das gleiche gilt für die Schattenfiguren dahinter. Die Schattengestalt sieht immer menschlich aus und flüstert Wanderern zu, um sie in ihre Falle zu locken. Entdeckung. Derzeit gibt es keine wirklich ersten Berichte über The Windows, aber die als The Lost bekannte Gruppe hat sie als The Man Behind the Glass bezeichnet. Verhaltensregeln. Vermeiden Sie alle Fenster um jeden Preis. Vertrauen Sie keinen Fenstern in irgendeinem Level, wenn eine Figur dahinter steht. Wenn die Fenster möchten, dass Sie ihnen folgen, stimmen Sie dem nicht zu. Entität 3. Lebensraum, Mehrheit der Ebenen. Smilers. Beschreibung. Smilers sind im Allgemeinen feindselig und es wurden viele bestätigte Sichtungen von ihnen gemacht. Sie sind an ihren charakteristischen reflektierenden Augen und Zähnen zu erkennen, die im Dunkeln leuchten. Der beste Weg, einem Smiler zu entkommen, ist Augenkontakt zu halten. Smiler halten sich in der Regel in dunklen Bereichen auf Ebene 2 und 3 auf. Ihre Basis ist als The Smiling Room bekannt. Verhaltensweisen. Der Smiler wird von Licht angezogen, jagt alles, was er sieht, in einem Licht. Also wäre es großartig, ihn abzulenken, indem er eine Lichtquelle raufwirft, um zu entkommen. Die Identität beginnt nur anzugreifen, wenn sie in Panik geraten und sich zurückziehen oder wenn ein lautes Geräusch gemacht wird. Halten Sie Augenkontakt und entfernen Sie sich langsam, um Ihr Überleben zu sichern. Die Verwendung eines Smiler-Exterminators führt dazu, dass sich die Entität zurückzieht und für eine lange Zeit ihre Sinne verliert. Biologie. Smilers haben ein langes Lächeln mit mehreren scharfen Zähnen und weiß leuchtenden Augen. Es ist nicht bekannt, was es sonst noch für seine Biologie hat, obwohl es Gerüchte gibt, dass es einen physikalischen Körper hat, der mit menschlichen Augen nicht gesehen werden kann. Es wird gemunkelt, dass sie nicht menschliche außerirdische Körper haben, mit Armen und Beinen, die auf unnatürliche Weise gebogen sind. Aber das ist unbestätigt. Die MEG versucht derzeit, mehr über die Biologie herauszufinden. Entdeckung. Es ist nicht bekannt, wie der Smiler entdeckt wurde, da er in den meisten Leveln extrem häufig vorkommt. Der frühere moderne Bericht über die Smilers war, als ein anonymer Reddit-Nutzer darüber berichtete, dass sie vor einem Glowing Smiling Thing davonliefen. Davor hatte die als The Lost bekannte Gruppe Beschreibungen dessen, was sie The Ones That Smile nannten. Verhaltensregeln. Halten Sie Augenkontakt und gehen Sie langsam. Bleiben Sie ruhig und machen Sie keine lauten Geräusche. Verwenden Sie der Smiler-Exterminator-Flasche. Schalten Sie alle Lichtquellen aus, als die Sie ausgerüstet haben. Rennen Sie nicht panisch davon, es sei denn, der Smiler fängt an, dich zu verfolgen. Machen Sie keine lauten Geräusche, lassen Sie nicht Ihre Lichtquelle eingeschaltet. Entität 4. Deathmorphs. Die Zeichnung ist Zeichnung einer Todesmotte von einem Wanderer. Lebensraum. Mehrheit. Beschreibung. Todesmotten sind riesige Motten, die die Backrooms bewohnen. Während die männlichen Todesmotten meist harmlos sind, möglicherweise sogar zähmbar, sind die weiblichen Motten um ein Vielfaches größer, können Säure spucken und sind durchaus feindselig. Todesmotten werden von Licht angezogen. Wenn sie also das Flattern von Flügeln in ihrer Nähe hören, stellen sie sicher, dass alle Lichtquellen ausgeschaltet sind. Kleinere Todesmotten bewohnen Level 2, 3 und 5, aber die größeren und gefährlichen erscheinen nur in Level 5, wo ihr Nest zentralisiert ist und wo der König und die Königin sind. Sie haben das Level vollständig übernommen und sind in dem mysteriösen Biest die einzigen Dinge dort. Verhaltensweisen. Todesmotten variieren in Feindseligkeit und Biologie, je nachdem, auf welcher Ebene sie gefunden werden. Der Schwarm, der als Quelle der Todesmotten gilt, ist der Ort, an dem sie am tödlichsten und aggressivsten sind. Allerdings sind einzelne Todesmotten jeder Stufe unterschiedlich gefährlich. Biologie. Die Todesmotten sind riesige Motten, obwohl sie nicht viel Ähnlichkeit mit normalen Motten haben. Der Großteil ihrer Lebensspanne, Geburt und Tod sind völlig unbekannt. Entdeckung. Es ist nicht bekannt,
wann die Deathmorph-Identität gefunden wurde, aber es scheint, dass die Gruppe, die als The Lost bekannt ist, diese Identitäten The Flies of Terror nannte. Verhaltensregeln. Vermeiden Sie Kontakte, verhalten Sie sich nicht aggressiv. Versuchen Sie nicht, die Motten zum Verschlimmern. Versuchen Sie nicht, die Motten zu verschlimmern oder den Bienenstock zu stören. Entität 5. Clumps. Lebensraum. Mehrheit vor allem Level 2 und 3. Beschreibung. Clumps sind seltsame, gefährliche Büdel von Gliedmaßen, die zu enormer Geschwindigkeit und unglaublicher Beweglichkeit fähig sind. Ihr bevorzugter Lebensraum in den meisten Ebenen sind Räume, die im Vergleich zu ihrer Größe eng sind, wobei die größten aufgezeichneten Exemplare etwa 3 Fuß groß sind. Obwohl sie dadurch schwerer zu erkennen sind, können Klumpen immer noch in Level 2 und 3 gesehen werden. Ein seltsames, unerklärtes Phänomen ist aufgetreten, bei dem die Anzahl der Klump-Sichtungen abzunehmen scheint. Nichtsdestotrotz können wir die Möglichkeit des Aussterbens nicht wirklich anerkennen, da die meisten Ebenen unendlich sind. Aber vielleicht müssen wir sehen. Bitte melden Sie jede Sichtung von Clumps dem nächstgelegenen Mac-Mitglied auf CRC. Verhalten. Clumps scheinen in einem ständigen Hungerzustand zu sein und streifen auf der Suche nach Beute durch die Ebenen. Wenn die Beute gefunden ist, machen sich Clumps auf den Weg dorthin. Wenn sie sich innerhalb von 2,5 Meter befinden, strecken Clumps ihre längste Glied aus, um es zu fangen, und bringen die Beute in ihre Mitte, um ein Maul voller messerscharfen Zähne zu enthüllen. Von dort wird die Beute gefangen. Aus unbekannten Gründen ist jedoch nicht bekannt, dass viele sofort angreifen. Aufseher-Update. Jüngste Entwicklungen haben gezeigt, dass Clumps Anzeichen von absichtlichen Verhungern zeigen und fast jeder Wanderer ignorieren, der vorbeikommt. Es sei denn, er wird provoziert. Ich suche immer noch einen Art im Grund. Auf der C. Biologie. Wie bereits erwähnt, bestehen Clumps aus einer Vielzahl von Gliedmaßen, die sich alle in Längen und Muskelstruktur unterscheiden. Diese ungewöhnliche Struktur wirkt sich auf der Art und Weise auf, wie Clumps laufen. Sie neigen dazu, über den Boden zu wischen und sich fortzubewegen. Sobald sie in Bewegung sind, zeigen sie unglaublich viel Kraft und Geschwindigkeit und sind sehr agil mit ihren Bewegungen. Es gab auch Berichte über Augen und Ohren, die an der Masse der Anhängsel gefunden wurden. Aufseher-Update. Tote und sogar lebendige Clumps scheinen unglaublich trockene Haut zu haben. Wir haben bei einigen einen Angriff demonstriert und ihre Knochen waren nicht sehr brüchig. Obwohl es sehr selten vorkam, sahen wir ein paar oder mehr Augen auf einem Klumpen. Es sah aus, als würde es weinen. Keiner von uns war sich sicher, warum, aber irgendwas in unseren Köpfen sagt uns immer wieder, dass ihr Gott war fort. Ich nehme an, das würde für uns alle gelten, wenn es wirklich Götter gäbe. Auf der C. Entdeckung. Der erste Bericht über einen Klump wurde von einem Wanderer namens Elliot Winston gemacht, indem sie einen Skin-Stealer begegneten und erfolgreich entkamen, wobei sie darauf kurz von einem Klump angegriffen wurden. Außerdem scheinen The Lost, eine der ersten und ältesten Gruppen der Backrooms, Clumps in alten Schriftrollen erwähnt zu haben, die tief in Ebene 3 gefunden wurden. Sie bezeichnen sie als die mit den ewigen Gliedern. Ein übersetzter Auszug aus den Schriftrollen ist unten geschrieben. Die wussten, dass sie neben der Wünsche ihrer geliebten Menschen sind, zusammenschließen, um mit den gelben Mauern Frieden zu geben. Würden müssten ihnen zeigen, was wahre Verneinung war. Sie nahmen eine Gruppe von Menschen unter dem Deckmantel der himmlischen Führung und erschuf das erste wahre Symbol der Vereinigung. Der eine mit den ewigen Gliedern, angewidert von dem, was sie geschaffen hatten, verbannten unsere Leute sie ängstlich tief in das Gewächshaus des Gerichtes. Trotzdem hatten sie denen, die vorbeikamen, weiterhin The Ones with Eternal Limbs gemacht, selbst als sie verblassen zu Beginn. Verhaltensregeln. Schweigen Sie in Ihrer Gegenwart und halten Sie mindestens 2,4 Meter Abstand zu ihnen. Ziehen Sie sich zurück, wenn mehrere Personen rennen. Gehen Sie nicht in Ihre Nähe, wenn einer Sie entdeckt. Versuchen Sie nicht, mit ihnen zu interagieren. Bleiben Sie nicht in der Nähe, wenn sich ein Klump in Ihre Position bewegt. Ihr hättet nicht gedacht, dass meine geliebte Schöpfung einfach vergehen würde. Autorfußnoten. Ausgesprochen als Protastheiser. Der größte Klump soll etwa 4 Fuß gewesen sein. Jüngste Entwicklungen haben gezeigt, dass Wanderer, die Wandmasken tragen, insbesondere Unimasken, Instanzen von Clumps einschüchtern zu scheinen und sie dazu bringen, sich entweder zu verbeugen oder zu fliehen. Bei den meisten Clumps reicht ihr längstes Glied von 2,5 bis 3,5 Meter. Eine interessante Tatsache. Road Dalian symbolisiert Verrat und Unehrlichkeit. Entität 6. Dalla. Lebensraum, Mehrheit der Ebenen. Beschreibung. Dallas sind seltsame Kreaturen, die im Allgemeinen in unteren Ebenen von den Backrooms zu finden sind. Sie erscheinen dunkelgrau und humanoid, aber ihnen fehlen einige markante Merkmale wie ein Gesicht oder Ohren. Es ist nicht vollständig geklärt, wie Dalle ihre Beute töten, da sie normalerweise vor Bedrohungen davonlaufen. Verhaltensweisen. Sie laufen normalerweise vor allem weg, was ihnen zu nahe kommt, aber seien Sie sich bewusst, dass diese Entität feindselig zu sein scheint. Die Entität jagt, indem sie sich in der
Halle befindet und ein Opfer in seiner Halle auf der anderen Seite einer Wand hat. Der Dalla wird dann seinen Arm nicht durch die Wand schneiden. Die Beute wird auf der anderen Seite fangen und sie dann in ihre Halle ziehen. Anscheinend jagen sie nur Wanderer mit fragwürdigem Verstand. Wenn sie einen Dalla ohne seine Jagdtaktik bemerken, werden sie lautlos davonlaufen. Es ist mir nicht bekannt, was sie mit ihr machen, wenn sie einmal gefangen sind. Sie können manchmal scheinbar zufällige Objekte mitnehmen und es ist nicht bekannt, was sie mit den Gegenständen machen. Sie scheinen auch Mandelwasser nicht zu mögen. Da Wanderer berichten, dass Dalla Mandelwasserbrunnen in anderen Gegenständen zu meinen scheinen. Biologie. Großer, grauer, humanoid, zerbrechliche Skelettstruktur ohne Gesichtszüge. Sie haben lange Arme, die sich sehr weit ausstrecken können. Normalerweise, um ihre Beute auf der anderen Seite der Mauer zu erreichen. Ihre Haltung ist sehr wackelig und ihre Gehbeweglichung ist unnatürlich. Diese Entitäten sind überraschend stark, wenn man bedenkt, wie ihre Körperstruktur aussieht. Sie können jedoch mit extremer Geschwindigkeit davonlaufen. Selbst wenn sie Gegenstände halten, die doppelt so schwer sind wie ihr eigenes Gewicht. Es ist nicht bekannt, wie diese Identität in der Neuzeit entdeckt wurde, aber eine Gruppe namens Lost erwähnte ein Wesen namens Grasp of the Wall, die sich auf einen Dulla beziehen könnte. Verhaltensregel. Machen. Wenn Sie können, rennen Sie gezielt darauf zu, es wird weglaufen. Verwenden Sie Ormond Water für sich selbst oder gegen Sie. Nicht. Verlieren Sie nicht Ihr Ormond Water. Seien Sie nicht feindselig seien Sie nicht in der gegenüberliegenden Wand vom Dulla. Entität 7. Jerry. Lebensräume. Ebene 1, 2 und Jerrys Zimmer. Beschreibung. Jerry ist ein kleiner Vogel, der mit dem Hazid-Ära-Papagei ähnelt. Sein Lebensraum ist hauptsächlich Level 1, aber er wird gelegentlich in Level 2 gesichtet. Auf diesem Level befindet sich Jerrys Zuhause, bekannt als Jerrys Room, wo Jerry und seine Anhänger oft zu finden sind. Diejenigen, die Körperkontakt mit Jerry herstellen, ohne ihn zu zähmen, unterliegen seinen Indokotrinationsfähigkeiten. Jerry kann mit Sonnenblumenkernen oder Almond Water gezähmt werden. Andererseits ist es am sichersten, Jerry um jeden Preis zu vermeiden. Verhaltensweisen. Überlebende, die Körperkontakt mit Jerry herstellen, ohne ihn versuchen zu zähmen, werden von seinen Indikrationsfähigkeiten betroffen sein. Dies bringt das Opfer im Grunde dazu, Jerry wie einen Gott zu verehren und Sätze wie Jerry is everything, Jerry is what I live for und All hail to Jerry singen. Nach ein paar Stunden verschwinden die Assimilierten in Jerrys Room, wo sie bleiben, bis sie sich entscheiden zu gehen und das Wort von Jerry zu verbreiten. Jerrys Gefolgsleute werden sich wie geistlose Zombies verhalten, bis sie Jerrys Room erreichen, an welchem Punkt sie die Kontrolle über sich selbst wiedererlangen und nun Jerry anbeten, als ob sein götterähnlicher Status in ihrem Geist verwurzelt wäre. Wenn sie nicht versuchen, Jerry zu zähmen, wird er sie verfolgen. Wenn er sie sieht, laut Reddit-Nutzer Rhino the Pinguin, werden diejenigen, die es schaffen, Jerry davonzulaufen und nicht assimiliert zu werden, sofort in den Boden gedrückt. Ob Jerry in der Lage ist, andere zu Noclip zu veranlassen, wird noch untersucht. Jerry wandert normalerweise entweder durch Level 1 und 2 oder sitzt auf einer Holzstange in Jerrys Raum. Hier werden die Anhänger von ihm knien und ihm zu ihm singen. Biologie. Jerry hat das Aussehen als herangewachsene männlichen Ara-Papageien mit blauen und weißen Federn. Jerrys Ernährung besteht hauptsächlich aus Sonnenblumenkernen und Almond Water. Indem man sich Jerry langsam mit Mandelwasser oder Sonnenblumenkernen nähert, kann Jerry gezähmt werden. Wenn Sie Jerry zähmen, können Sie ihn halten und nicht von seinen Indikationsfähigkeiten beeinflusst werden. Nach ein paar Tagen der Zähmung fliegt Jerry weg und assimiliert den Dompteur nicht, wenn erneuter Körperkontakt hergestellt wird. Es wird berichtet, dass Jerry Snowclipping-Fähigkeiten hat und andere Kräfte, die er sich derzeit unbekannt sind. Entdeckung. Ein Tagebucheintrag, der sich auf Jerry bezieht, wurde im Juni 2019 entdeckt, wobei der fragliche Eintrag von 1959 geschrieben wurde. Die erste gemeldete Sichtung von Jerry durch die Mac entstand 2015, als Mac das Team Wild Warriors wurde beauftragt, eine Entität auszuschalten, die Mitglieder der Survivor auf Level 2 mitgenommen hatten. Zwei Mitglieder des Trupps wurden von Jerry indikodiert und der Rest wurde angewiesen, sich zurückzuziehen. Interviewprotokoll 3.5.2022. Das folgende ist ein Interview zwischen einem Mac-Officer, der gefragt hat, bleibt anonym, und Sinclair, ein assimiliertes Mitglied der Followers of Jerry. Mac, bitte nennen Sie Ihren Namen für das Interview. Mein Name spielt keine Rolle. Warum zum Teufel soll es eine Rolle spielen? Können Sie es bitte mal erläutern, Ma'am? Ich bin nichts weiter als ein Anhänger von Jerry. Es ist alles, wenn Sie nicht darüber reden wollen, habe ich Ihnen nichts zu sagen. Sinclair beginnt sich zu winden und verschmerzt zu schreien. Ma'am, geht's Ihnen gut? Oh, glorreicher Jerry, vergib mir, ich werde mit den Blinden vor mir sprechen. Es tut mir leid, Jerry, dein Wille soll geschehen. Sinclair beruhigt sich. Mein Name ist Sinclair
Okay, Sinclair, können Sie bitte erklären, wer Jerry ist? Jerry ist alles. Jerry ist der einzige Hoffnungsschimmer an diesem gottverlassenen Ort. Früher hatte ich geglaubt, dass es hier keine Hoffnung gibt. Dieses Glück konnte hier nicht existieren, aber Jerry hat mich gefunden und mir den Weg gezeigt. Und bald wird er uns alle aus dieser verfluchten Höllenlandschaft befreien. Sie glauben, dass Jerry der Schlüssel ist, um aus dem Hinterzimmer zu entkommen? Warum sollte ich nicht? Er ist allmächtig. Er ist mächtiger als der falsche Prophet der Animation. Wenn er nicht Jerry wäre, ich... Sinclair beginnt zu weinen. Sinclair, wir haben Jerry bei uns. Er wurde vor kurzem gezähmt, wenn du möchtest. Du hast was getan? Was hast du getan? Du Stück Scheiße, ich werde euch alle verdammt nochmal töten. Der Beamte richtet seine Waffe auf Skylar. Dieses Gespräch ist beendet. Und ich bitte um sofortige Unterstützung. Alles heil, Jerry! Zusammenfassung. Sinclair griff den Beamten brutal an und versuchte seine Waffe zu ergreifen. Nachdem Sinclair es geschafft hat, ist aus dem Vernehmungsraum zu entkommen, schnappte er sich Jerry aus einem Mac, operiert und ist mit ihm durchgebrannt. Sinclair ist derzeitige Aufenthaltsort ist unbekannt. Jerry wurde seitdem wie gewohnt auf Ebene 1 gesichtet. Verhaltensregeln. Halten Sie sich von Jerry fern, wenn Sie ihn nicht zähmen können. Bewahren Sie eine Flasche Mandelwasser oder eine Packung Sonnenblumenkerne auf, wenn Sie beabsichtigen, ihn zu zähmen. Machen Sie sich auf plötzliches No-Clipping gefasst, wenn Sie ihn kommen können. Was Sie nicht tun soll. Nähern Sie sich Jerry nicht mit der Absicht, ihn zu zähmen. Sprechen Sie nicht in seiner Gegenwart negativ über Jerry. Lassen Sie sich nicht von Jerry indikatieren. Identität 8. Hound. Lebensraum. Mehrheit. Beschreibungen. Der Name Hound kommt von hundeähnlichen Kreaturen. Diese Entität, die auf allen Vieren kriechen und jeden zerfleischen, der sie provoziert. Hounds sind Humanoide mit seltsamen Biologien, mit Armen und Beinen, die für die Fortbewegung auf allen Vieren gebaut sind. Sie sind sehr aggressiv und werden aggressiv, wenn sie jemanden in einem aggressiven Zustand sehen. Können aber durch direkten Augenkontakt eingeschüchtert werden. Hounds werden feindselig, sobald sie einen Menschen sehen. Sie werden jedoch eingeschüchtert, wenn sie direkten Augenkontakt herstellen und sie anstarren. Dies wird jedoch nicht lang funktionieren, aber es sollte genug Zeit sein, um sich zu orientieren und davonzulaufen. Wenn sie jedoch ein knurrendes Geräusch hören, ist es am sichersten, außerhalb der Sichtweite eines Hounds zu bleiben. Ein Hound scheint ein Mensch zu sein, in dem lange schwarze Haare auf dem Kopf gewachsen sind. Sie haben extrem scharfe Krallen und ein extrem großes Maul mit scharfen Zähnen. Dies ist jedoch aufgrund der Haarmenge oft nicht sichtbar. Wie bereits erwähnt, gehen sie auf allen Vieren und haben viel Kraft, wenn sie ein Ziel angreifen, obwohl sie kränklich dünn erscheinen. Hounds schlüpfen aus Eiern, die aus The Hive stammen. Entdeckung. Eines der frühesten bekannten Videoaufnahmen der Backrooms zeigt einen Wanderer, der vor einem hundertjährigen Gebiet davonlief, das Level 0 ähnelt. Da wir jedoch derzeit nicht wissen, wann der Hive gespawnt ist, wenn er überhaupt einen Anfang hatte, können wir es den Ursprung des Hounds zu diesem Zeitpunkt nicht bestimmen. Halten Sie direkten Augenkontakt mit Hounds, wenn sich ihnen einer nähert. Bleiben Sie außer Sichtweite, wenn Sie Knurren hören. Rennen Sie nicht vor den Hounds weg, sobald Sie einen sehen. Und versuchen Sie nicht, ihn zu zähmen. Entität 9. Facelings. Lebensraum. Mehrheit. Am häufigsten Level 1, Level 2 und Level 3. Beschreibungen. Facelings sind ein allgemeiner Begriff für gesichtlose Menschen, die durch die Backrooms streifen. Es gibt mehrere Arten, jeder mit unterschiedlichem Grad an Feindseligkeit. Sie sind eine der bevölkerungsreichsten Entitäten in den Backrooms und wahrscheinlich einer der ersten Entitäten, denen sie begegnen werden. Häufigsten zwei Formen sind Adult Facelings und Child Facelings, obwohl seitdem weitere entdeckt wurden. Wachsende Facelings sind freundlich und verhalten sich nicht feindselig, es sei denn, sie werden provoziert. Sie haben typischerweise das Aussehen von normalen erwachsenen Menschen, wobei das glatte Haut das gesamte Gesicht ersetzt. Sie können männlich, weiblich und auch völlig androgen erscheinen. Child Facelings sind schelmisch und feindselig. Sie erscheinen oft in Gruppen von 2 bis 3 und werden Überlebende, denen sie begegnen, quälen und versuchen, sie zu töten. Sie sind fast immer weiblich und schwingen kleine, scharfe Gegenstände. Sie sind typischerweise kleine, scharfe Metallstücke oder kleine Messer. Ein zu sehen ist jedoch nicht immer ein Anschlag auf dein Leben. Manchmal versuchen sie, nur Überlebende zu erschrecken oder ihren Streiche zu spielen. Andere Faceling-Typen. Aufgrund der Anzahl der Faceling-Typen würde es keinen Abschnitt über Verhalten oder Biologie geben, da sie sich erheblich unterscheiden. Pink Dress Faceling. Es ist nicht viel über rosafarbene Facelings bekannt, außer dass sie fast immer ein Todesurteil sind und einen zu sehen, um jeden Preis vermeiden. Gesichts-Facelings des alten Mannes. Facelings können vorübergehend gesehen werden, manchmal mit Werkzeugen für die Mobilität wie ein Stock.
Sie haben Falten, die sich über ihr glattes Gesicht ausbreitet, was auf das Alter hinweist. Und einige haben graue Haare. Sie sind langsam und harmlos und sollten nicht als Bedrohung gesehen werden. Manchmal nähert sich ein alter Felsling mit einem Wanderer und versucht, sanft seine Hand zu nehmen und ihm das Gesicht zu sehen. Das scheint sie glücklich zu machen, wenn es ihnen erlaubt wird, obwohl es nicht schadet, sie einfach zu ignorieren. Polygonale Facetten. Ähnlich wie ein erwachsener Felsling haben in einem polygonalen Körper. Sie haben eine Textur von Kunststoff. Sie strahlen ein Geräusch aus, das im Rausch eines polygonen Felslings Rauschen ähnelt. Polygone Felslinge sind das Ergebnis eines Felslings, der nicht schneidet. Nackte Gesichter. Wie der Name schon sagt, fehlt diese Felslings die Kleidung. Sie haben keine Genitalien, Brüste oder Brustwarzen. Sie stampfen darum, bis sie entdeckt werden und rennen dann weg. Schattengesichter. Ein pechschwarzes Gesicht. Diese Felslings haben das Aussehen einer Silhouette. Sind aber tatsächlich körperlich. Sie sind extrem feindselig, aber nur so stark wie ein normaler Mensch. Falsche Facelings. Diese Facelings sind insofern einzigartig, als sie manchmal teilweise oder sogar vollständige Gesichtszüge aufweisen. Wie zum Beispiel die Hälfte eines Auges, ein Nasenloch, ein Mund, Zähne unter einer Hautschicht und so weiter. Ansonsten verhalten sie sich wie typische erwachsene Facelings. Mitarbeiter des J. Barry Mental Instituts. Was sie dann Mitarbeiter, der die Backrooms des Krankenhauses betrachtet, wurde zu einem Faceling. Sie sind harmlos, wenn sie nicht produziert werden. Indokatrinierte Facelings. Ein Faceling, der von Jerry indokodiert wurde. Obwohl sie sich biologisch nicht von anderen Facelings unterscheiden, verhalten sie sich sehr unterschiedlich. Sie werden versuchen, jeden Überlebenden, den sie zu finden, zu Jerry zu bringen, um ihn zu einem Teil der Follower von Jerry zu machen. Bewohner des Hotels Vimir. Wanderer, die sich länger als 7 Tage auf Level 404 aufhalten, verlieren ihre Gesichter und ihr Identitätsgefühl und werden effektiv zu einem Faceling. Sie gelten harmlos. Facelings der Erinnerung. Die gefährlichste Art der Facelings und die mächtigste. Diese seltenen Facelings werden die physische Erscheinung eines geliebten Menschen aus ihren Erinnerungen annehmen, ohne Gesicht. Sie stammen von einer Entität, die als Memory Worm bekannt ist. Weil, wie sie jagen, ist jetzt halt unbekannt. Entdeckung. Facelings sind eine der ersten Entitäten, die jemals in den Backrooms entdeckt wurden. Eine der frühesten MEG-Berichtete, die jemals geschriebene wurden, bezogen. Die jemals geschrieben wurde, bezogen sich auf die Tagebucheinträge, die sich auf Facelinge beziehen. Die stammen aus dem Jahr 1909. Ihre genaue Herkunft ist jedoch unbekannt. Entität 10. Skin Stealer. Habitat. Level 1, Level 3, Level 2. Beschreibungen. Wesen. Entity 10, besser bekannt als Skin Stealer, sind große humanoide Wesen, die Haut ihrer Opfer als Verkleidung tragen können. Sie essen Menschenfleisch, wenn sie hungrig sind, und streifen uns sonst ziellos umher, wenn sie nicht essen müssen. Ihr Blut ist durchschneidend und sie können die menschliche Sprache nachahmen. Sie werden am häufigsten auf den ersten 4 Ebenen gefunden, wurden aber in mehreren Ebenen gemeldet. Verhalten. Skin Stealer sind normalerweise fügsame Kreaturen und wandern ziellos umher, wenn sie keine Nahrung benötigen. In dieser Phase werden sie nicht feindselig sein, es sei denn, sie verärgern sie in einem Hungerzustand. In einem Hungerzustand suchen sie alleine um zerziehende Menschen auf und nutzen dann ihre Kraft, um sie mit ihren Händen in Stücke zu reißen. Skin Stealer sind große, blassgelbe Humanoide mit eingefärbten weißen Augen. Ihre äußere Fleischschicht ist mit mikroskopisch kleinen Beulen bedeckt, die den Säugnäpfen der Tentakel eines Oktopus ähneln. Diese haften an Haut, die von Menschen aggressiv abgerissen wird, und drücken und ziehen daran, um sie passend zu machen, bis der Skin Stealer mit einem Menschen identisch aussieht. Diese Beulen pumpen auch Blut und Nährstoffe in die Haut, damit sie warm und auch lebendig anfühlt und Zersetzung verhindert. Darüber hinaus heilt es die Haut und verbirgt alle Schnitte, die einen echten Menschen identifizieren könnten. Nach etwa 24 Stunden wird die Haut durch Oberfläche des Skin Stealers verdaut und der Skin Stealer geht in einen gefügten Zustand über. Ein Skin Stealer kann auch sprechen, aber er kann keine Sprache verstehen. Es wiederholt, was er gehört hat, oft in verschiedenen Sprachen, um Beute anzulocken. Aber es kann nicht wirklich kommunizieren. Da er typischer Skinstealer jedoch selten seine Stimme verwendet, ist das keine gute Möglichkeit, ihn von echten Menschen zu unterscheiden. Das Blut eines Skinstealers ist vollständig durchscheinend. Daher ist es ein guter Weg, einen Skinstealer von einer normalen Person zu unterscheiden, das Blut. Blut läuft rot. Sie sind klar, nicht tot. Blut läuft klar, nicht zu nahe kommen. Entdeckung. Sichtungen von Skinstealern wurden über 5 Jahre vor der Gründung der MEG gemeldet, als einige der bevölkerungsreichsten Entitäten in den Backrooms. Sind sie oft einer der ersten Entitäten, denen neue Wanderer begegnen. Verhaltensregeln. Gehen Sie langsam und ruhig weg, wenn Sie einen sehen. Überprüfen Sie alle Personen, mit denen Sie reisen, auf klares Blut. Vertrauen Sie keinen Menschen, kaum welche, die zufällig sprechen.